Seid gegrüßt, liebe Leute. Wir reagieren heute auf das Sommerinterview von Alice Weidel mit dem ZDF. Sie hat dort einige interessante Sachen, unter anderem zur Aufrüstung und Wehrpflicht gesagt, die wir uns noch ansehen werden. Aber vorab, wie immer, der Hinweis in eigener Sache. Folgt mir bitte auf Rumble, folgt mir bitte auf Odyssee. Auf Odyssee und Rumble, die Kanäle, die ich dort habe, die sind in der Videobeschreibung sowie in der Kanalbeschreibung hier auf YouTube verlinkt. Ich schiebe mal ein Bild kurz zur Seite, damit ihr das besser sehen könnt. Das hier sind die Kanäle, die ich auf Odyssey habe. Folgt mir bitte auf Odyssey und Rumble, damit wir unabhängiger von YouTube werden. So, damit würde ich sagen, geht's aber auch gleich los mit dem Sommerinterview von Alice Weidel mit meiner ersten kritischen Frage zur Europawahl. Das war die Europawahl. Da haben Sie schon eine Fehleranalyse gemacht und haben gesagt, ein Fehler, der Sie auch Stimmen gekostet hat, war die Nominierung eines Spitzenkandidaten, der nicht ganz geeignet war, Maximilian Krah. Der hat jetzt schon angekündigt, er möchte sich in den sächsischen Landtagswahlkampf aktiv einbringen. Lassen Sie das laufen oder müssen Sie das verhindern als Partei? Also erstmal ist jedes Mitglied gerufen bei uns, sich an dem sächsischen Wahlkampf zu beteiligen. Ich war gestern in Freiberg. Es war eine großartige Stimmung. Hier in Sachsen wird noch Demokratie großgeschrieben. Das sehen wir in der Gegenwart. Das haben wir 1989 auch gesehen. Und wir brauchen ein zweites 1989. Wir Mit Herrn brauchen die Krah. Sachsen. Jeder kann Wahlkampf machen. Ich mache Wahlkampf, jeder andere auch. Ich trete mit Herrn Urban auf, mit Herrn Chrupalla. Und bei uns ist die Stimmung sehr gut, denn wir wollen. Das finde ich jetzt schade, dass sie dazu nichts sagt. Ich meine, die Journalistin hat ihr gerade vorgehalten, dass sie sich von Maximilian Krah schon distanziert hätte und da bei einer Fehleranalyse gesagt hätte, Krah sei nicht der richtige Kandidat gewesen. Also dazu hätte ich jetzt gerne mal ein Statement gehabt, ob sie das immer noch so sieht. Also wenn sie das wirklich gesagt haben sollte, nehmen wir mal jetzt diese Unterstellung der ZDF-Journalistin hier, dann wäre das schon ein strategischer Fehler. Also wenn man einen Spitzenkandidaten aufstellt, dann steht man auch zu diesem Spitzenkandidaten. Also man kann nicht erst sagen, so, das ist jetzt unser Spitzenkandidat und dann hinterher, ey Leute, das haben wir gar nicht so gemeint, den haben wir nur zufällig hier aufgestellt. Nee, wenn man einen Spitzenkandidat aufstellt, dann steht man hinter ihm bis zum Ende des Wahlkampfes. Und dann wirft man den danach auch nicht aus der Fraktion raus oder solche komischen Sachen, die die AfD dann da gemacht hat. Also da hätte ich jetzt schon noch eine klare Positionierung von Alice Weidel gerne zugehört. Denn hier hat sich die AfD meiner Ansicht nach von den Medien sehr vor sich hertreiben lassen. Also mir soll es recht sein, ich bin kein AfD-Anhänger, aber durch dieses kopflose Handeln hat die AfD-Führung unter Weidel und Chrupalla der Partei ziemlichen Schaden zugefügt. Also das Europawahlergebnis hätte durchaus besser sein können, wenn die AfD-Führung geschlossener hinter dem Spitzenkandidaten gestanden hätte. Geschichte schreiben und als Partei endlich in die Regierung. Also den Mann, den Sie jetzt als Fehler bei der Europawahl noch mit identifiziert haben, den haben Sie jetzt nicht gänzlich ausgeschlossen für den Landtagswahlkampf, müssen wir einmal festhalten. Jetzt Ich haben finde Sie es super, gesagt. dass sich jeder engagiert. Und wir werden auch ein großartiges Ergebnis einfahren, weil die Leute hier Wie sehr. ich diese Politikerantworten hasse. Ich finde es super, wenn sich jeder engagiert. Ja, ist ein guter Mann, es war ein Fehler, sich von ihm zu distanzieren. Punkt. Also das wäre jetzt eine ehrliche Antwort. Oder ich finde schon, dass wir, ich fand schon richtig, dass wir gerade einen abgesägt haben. Also, okay, das würde sie jetzt nicht sagen. Das würde weitere Parteistreitigkeiten bedeuten. Aber dieser Schlingerkurs, der zieht sich jetzt auch hier durchs Interview. Also sie macht das schon geschickt, wie sie hier jetzt hinter so wohlmeinenden Floskeln diesen parteiinternen Streitigkeiten hier ja verdecken zu versuch versucht zu verdecken. Aber letztlich gibt es ja diese Streitigkeiten und Weidel hat sich ja öffentlich in der Art und Weise geäußert. Also sie wird ja hier nur darauf angesprochen, weil sie schon in der Vergangenheit mit dazu beigetragen hat, Krah, wie gesagt, so halb abzusägen. Also er ist ja ins Europaparlament gewählt worden, aber er ist nicht Teil der AfD-Gruppe im Europaparlament und er war ja eigentlich der Spitzenkandidat. Das heißt, eigentlich hätte er ja Vorsitzender da werden müssen. Ist er dann nicht geworden. Und wie gesagt, er wurde im Wahlkampf von seinem eigenen Bundesvorstand massivst ausgebremst. Empfindlich sind aufgrund ihrer DDR-Vergangenheiten. Darum lassen Sie sich auch nicht mehr für dumm verkaufen, wie es versucht wird. Und Sie haben gerade gesagt, Sie wollen regieren. Darüber möchte ich ganz gerne mit Ihnen sprechen. Das machen wir aber vorne am Tisch. Bitte Dankeschön. schön.
AfD und damit läuten sie ja für ihre Partei eine andere Phase ein. Bisher waren sie immer Opposition und sehr gerne auch fundamental Opposition. Jetzt müssen sie tatsächlich mit Konzepten überzeugen und auch Lösungen vorschlagen. Ich habe mir mal angeschaut, was sie da so nach vorne stellen. Das ist wenig überraschend, unter anderem das Thema Migration. Da haben sie beim Parteitag auch noch mal ein paar Worte zu verloren. Und kurz davor, bei einer Pressekonferenz, sagte Tino Chrupalla direkt neben ihnen Folgendes. Er sagte, deshalb gilt, was Alice Weidel auch gesagt hat, wir müssen Zuwanderung generell stoppen. Das ist ja ein starkes Versprechen. Wenn wir mal in die Welt schauen, Australien hat das versucht, Italien hat das versucht, Großbritannien hat das versucht. Die sind alle mit ähnlichen Versprechen ganz klar gescheitert. Was machen Sie anders, wenn Sie regieren würden? Wir würden alles ganz anders machen. Man muss sich anschauen, wo Deutschland heute steht. Wir haben eine explodierende... Vor allem gilt das ja nicht so absolut. Also die AfD will auch nicht Zuwanderung komplett stoppen. Die AfD will außereuropäische Zuwanderung weitestgehend stoppen. Also wie das BSW übrigens auch. Also die AfD will, dass von außerhalb des europäischen Binnenmarktes, dass von dort so gut wie keine Migranten mehr kommen. Innerhalb des europäischen Binnenmarktes gilt Arbeitnehmerfreizügigkeit. Das heißt, aus der Schweiz, aus Norwegen, aus Griechenland, aus Rumänien, aus Bulgarien, aus zig anderen europäischen Ländern können hier nach Herzenslaune so Hunderttausende, ja Millionen Migranten hierher kommen, ohne dass das irgendwen groß stören würde, ohne dass da irgendeine Partei was dran ändern würde. Und da will auch die AfD nichts dran ändern. Das heißt, dieses Migration komplett stoppen, das ist sowieso was, was nicht zur Debatte steht. Das sollte man an der Stelle sagen. Also die deutsche Wirtschaft, sage ich jetzt mal, die hat sowieso Zugriff auf einen riesigen Pool von hunderten Millionen europäischen Arbeitskräften. Es braucht auch keine außereuropäische Migration. Deswegen ist diese Forderung der AfD, außereuropäische Migration zu stoppen, hier schon ganz richtig. Aber das ist leider eine Differenzierung, die sehr selten gemacht wird. Das sollte man immer dazu sagen, dass es gar nicht darum geht, Zuwanderung generell nach Deutschland zu stoppen, sondern nur außereuropäische Zuwanderung oder von außerhalb des europäischen Binnenmarktes zu stoppen. Kriminalstatistik, wir haben eine explodierende Ausländerkriminalität, Jugendkriminalität, migrantische Gewalt, weil wir offene Grenzen haben, im Übrigen von der CDU Angela Merkel eingeführt, offene Grenzen und überhaupt gar keine Einwanderungskonzepte. Hier wird über das Asylsystem eingewandert und durch das Bürgergeld, was eingeführt wurde, auch noch eine Sogwirkung entfaltet. Da sie ja eben über. Die Sogwirkung bestand schon vorher bei Hartz IV genauso. Also die Frage, beziehungsweise es geht ja eigentlich nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Das hat jetzt wenig mit dem Bürgergeld zu tun. Also klar, das ist jetzt ein Punkt, den Alice Weidel hier gegen den deutschen Sozialstaat generell wenden will. Aber man könnte diese, ich sag mal so, Sogwirkung relativ einfach abschaffen, nämlich indem man Leistungen für abgelehnte Asylbewerber streicht. Man führt die Asylverfahren innerhalb weniger Monate durch und wer abgelehnt wurde, er kriegt halt keine Leistung. Das ist ein Vorschlag, den das BSW gemacht hat. Und so hätte man diese, ich sag mal so, Sogwirkung relativ schnell ausgeschaltet. Und zwar ohne, dass man irgendwie hier an unser deutsches Sozialsystem ran müsste. Über andere Industrieländer gesprochen haben. Kein anderes Land weltweit leistet sich so ein Sozialstaat wie die Bundesrepublik Deutschland. Und so etwas... Völliger Unsinn. Also es gibt Länder, die ein wesentlich großzügigeres Sozialsystem haben als wir. Beispielsweise Österreich, da hat ein Durchschnittsrentner 800 Euro mehr Rente im Monat als wir. Also dieses, kein anderes Land hat so einen großzügigen Sozialstaat, völliger Unsinn. Es gibt zahlreiche Länder in Skandinavien, im restlichen Europa, die ein wesentlich großzügigeres Sozialsystem haben als wir. Irrsinniges. Und die leben damit auch gut. Schau dir mal die Rentenniveaus in europäischen Ländern an. In den meisten europäischen Ländern sind die Rentenniveaus wesentlich höher als hier in Deutschland. Also gerade beim Rentensystem sieht man ja, wie schlecht es ums deutsche Sozialsystem bestellt ist. Also diese Behauptung, wir würden da so viel Geld verpulvern, die stimmt so einfach nicht. Wie ein Gratisgeld vor allen Dingen für ausländische Staatsbürger, vergessen wird immer zu sagen, dass 2/3 der Ausländer im Bürgergeld sind, also beziehungsweise umgekehrt, aus Bürgergeld 2/3 ausländische Staatsbürger. Und in Hessen haben sie alleine eine Quote von 80% von Ausländern im Bürgergeld. Das ist nicht zu finanzieren. Das ist jetzt wieder die Fundamentalkritik. Ja, das hängt aber auch damit zusammen, dass Ukrainer Bürgergeld bekommen. Bei denen wird es tatsächlich stimmen, dass ukrainische Flüchtlinge bekommen ja nicht Leistungen aus dem Asylbewerberleistungsgesetz, sondern tatsächlich über das Bürgergeld. Also das wird die Quote da auch nochmal ordentlich nach oben getrieben haben. Also der Punkt hier, der stimmt tatsächlich.
Ich hatte aber nach ihren Lösungsvorschlägen gefragt. Welche anderen Aber Lösungsvorschläge? nochmal, wie gesagt, Sogwirkung bei Ukrainern mag das stimmen, um das nochmal zu differenzieren. Aber bei anderen Flüchtlingsgruppen, da sind es eher die Leistungen aus dem Asylbewerberleistungsgesetz, die hier eine Sogwirkung entfalten und nicht das Bürgergeld. Also deswegen, ja, Bürgergeld bekommt ja nur wer, der schon angenommen wurde und der hier tatsächlich schon länger ist. Also wer hier noch ein laufendes Asylverfahren hat, der bekommt ja andere Sozialleistungen. Wie gesagt, das könnte man relativ einfach lösen. Abgelehnten Asylbewerber einfach die Asylbewerbern die Leistung streichen. Dann wandern die im Regelfall auch relativ schnell wieder aus. Also das muss man hier jetzt nicht zu einer, deswegen muss man hier jetzt nicht zu einer Generalkritik am gesamten Sozialstaat ansetzen. Das ist mein Punkt an der Stelle. Pflege haben Sie als die Länder, die es schon versucht haben und gescheitert sind? Grenzsicherung. Die Grenzen sind zu schließen und zu kontrollieren. Bei der EM geht's. Vorher wurde uns vorgelogen, dass unsere Außengrenzen nicht zu sichern sind. Offensichtlich geht das schon. Bei einer Woche EM, Grenzkontrollen, fast 1000 Haftbefehle, 1000 illegale Grenzübertritte verhindert. Warum soll das nicht für die normale Bevölkerung gelten? Also robuste Grenzsicherung, dann rigoroses Abschieben, vor allen Dingen von Straftätern, von 300.000 Ausreisepflichtigen. Und man muss auch mit dazu sagen, durch uns gäbe es überhaupt gar keine illegalen Grenzübertritte. Also brutale Morde wie in Mannheim an den Polizisten. Lassen Sie uns gerade mal bei dem Punkt würde bleiben, es den bei Sie uns gemacht haben. überhaupt gar nicht geben. Lassen Sie uns mal bei dem Punkt bleiben, den Sie gerade gemacht haben. Grenzsicherung zum Beispiel, sagen Sie jetzt, wie bei der Europameisterschaft. Da hat die Bundespolizei sich schon gemeldet und hat gesagt, wir sichern jetzt sehr gerne, aber das ist der personalintensivste Einsatz für die paar Wochen, über die wir hier reden, in der Geschichte der Behörde. Das geht nur bis zum 19. Juli und danach sind alle platt, danach kann keiner mehr. Wenn Sie das dauerhaft machen wollen, müssten Sie die Bundespolizei komplett anders aufstellen. Haben Sie jetzt nichts so gesagt, wie Sie das machen würden? Grenzsicherung nach außen, nach Europa, haben andere auch versucht. Nochmal, Sie haben das Ganze ja nicht erfunden. Giorgia Meloni, auch mit einer rechten Regierung in Italien an der Macht, hat eine Seeblockade versprochen, ist daran gescheitert. Sie hat Asylzentren versprochen in Albanien, ist vom Verfassungsgericht gestoppt worden. Also wenn man sieht, dass sie auch genauso radikale Ergebnisse versprechen. Der Punkt mit Meloni, der ist tatsächlich richtig. Meloni hat versprochen, die illegale Migration zu reduzieren. Die illegale Migration ist gestiegen unter Meloni. Also sie hat auch wirklich offen gesagt, ich dachte, ich könnte die Grenzen schließen, aber ich habe gemerkt, so einfach ist es nicht. Ja, wahrscheinlich hat irgendein Vertreter, meine Vermutung an der Stelle, irgendein Vertreter der italienischen Landwirtschaftskammer, der italienischen Industrie, sie mal an die Seite genommen und gesagt, wir brauchen hier ganz viele billige Arbeitskräfte aus Afrika und aus dem Nahen Osten. Wehe, du schließt die Grenzen, dann hören die Parteispenden auf. Und da wird sie sofort eingeknickt sein. Also es ist ja so, dass dass alle Parteien, die wir quasi überall in Europa haben, von den gleichen reichen Leuten finanziert werden und sie entsprechend die gleiche Politik machen. Das gilt selbstverständlich auch in Bezug auf Migration. Wir haben das übrigens auch historisch in der Bundesrepublik gesehen. Konservative Regierungen unter CDU-Führung, die ja immer vorgegeben haben, sie wären eher auf Law-and-Order-Kurs und eher gegen hohe Migration, haben die Migration immer gesteigert. SPD-Regierungen haben die Migration, also außer jetzt Olaf Scholz, der fällt aus Muster, haben die Migration tatsächlich immer reduziert. Das ist ein sehr interessanter Zusammenhang. Linke Regierungen haben historisch die Migration eher reduziert und konservative Regierungen haben sie zumindest in der Geschichte der Bundesrepublik immer eher erhöht. Hat man den Eindruck, Sie gehen auf Stimmenfang mit einem Versprechen, von dem Sie wissen, dass Sie es nicht halten können? Das ist sehr wohl umzusetzen. Für uns ist die Priorität wie die ist die Frage? Sicherheit, die Sicherheit der eigenen Bürger. Und das Und wie stellen können Sie die Sie, her? das werde ich Ihnen gleich beantworten. Das stellen Sie bei dieser Regierung überhaupt gar nicht fest. Es wird überhaupt gar nicht kontrolliert. Und es ist möglich. Schauen sich die USA an, schauen sich Australien an, Kanada an, Japan vor allen In Dingen. Australien hat es nicht Da, geklappt. Japan vor allen Dingen, klappt das alles. Also andere Japan ist eine Industrieländer Insel. machen das und Meloni kann nicht erfolgreich sein. Im Übrigen eine wunderbare Lösung von Meloni, die Ruanda-Lösung. Abschiebepflichtige werden dann einfach nach Ruanda verlagert. Solche Abkommen gibt es auch. Unsere Bundesregierung. Haben nur nichts an den realen Zahlen geändert. Also das sind erstmal rechtsstaatlich bedenkliche und ziemlich seltsame Konzepte, die da auch gemacht werden. Also wenn man, wie gesagt, wenn man, wie gesagt, nicht möchte, dass das Asylrecht missbraucht wird, dann muss man es erstmal konsequent anwenden. Das heißt, Leute, die über zig-sichere Drittstaaten hierher kommen, die haben erstmal kein Anrecht auf Asyl. Und Leute, die kein Anrecht auf Asyl haben, die sollten keine Leistung erhalten. Damit ist der Großteil der Asylmigration, den wir hierher haben, wahrscheinlich sowieso automatisch beendet. Also da braucht man keine komischen Abkommen mit Ruanda oder so.
oder sowas. Er versucht das nicht einmal und fliegt dann noch illegal über das Außenministerium von Baerbock auch noch Afghanen ein. Afghanen sind übrigens die Menschen mit der höchsten Kriminalitätsbelastung. Jetzt gehen und da Sie muss man mehr. Ja, ich würde fast sagen, da wäre es besser gewesen, wenn Deutschland nicht 20 Jahre lang Afghanistan sich mit an der Besatzung Afghanistans beteiligt hätte. Also wir hätten ohne den westlichen Krieg in Afghanistan wahrscheinlich fast keine Afghanen hier im Land. Also man, hier geht das Alte, wenn du nicht Flüchtlinge ernten willst, dann führe vorher keinen Krieg. Wenn ich komme, nein, ich gehe genau auf die Frage zu, weil es möglich ist und die Leute hier für dumm verkauft werden. Wir haben sperrangelweit offene Grenzen. Frau Meloni wird von der EU unterlaufen, die ganzen Vorhaben, weil wir da nur woke Leute sitzen haben, die noch nicht mal geschafft haben, nach 15 Jahren unsere Grenzen vernünftig zu sichern. Das kann doch nicht sein, dass wir überrollt und überrannt werden. Die Frage, und wir nicht hinbekommen, die Grenzen zu sichern. Es ist sehr wohl. Die Frage wohl, ist wie. Genau. Die Frage ist wie, wenn Sie versprechen, Fall, dass Sie die Grenzen schaffen zumachen, andere Länder auch. Schaffen andere Länder nicht. Schafft Frau Meloni auch jetzt? Frau Meloni hat eben die Versprechen gemacht, die Sie zitiert haben und hat auf ein Ruanda-Modell und ähnliche Modelle gesetzt. Man muss dazu sagen, zunächst hat sie dafür doppelt so viele Zuwanderer bzw. Schutzsuchende bekommen. Also es hat bisher nicht geklappt. Wir müssen die Grenzen schließen, um uns vor kriminellen Einwanderern zu... Die Frage ist wie. Das ist ja genau möglich. Und die Frage wird Ihnen gerade zu EM-Zeiten beantwortet. Und noch was, wie kann das eigentlich sein, dass ein... Es beantwortet immer noch nicht den Einwand. Wieso hat Meloni das nicht gemacht? Ich vermute, weil sie ihren Parteispender nicht auf den Schlips treten wollte. Und ist die Frage, wäre die AfD in der Koalition mit der CDU, die die AfD ja offen anstrebt, wäre die AfD da standhafter? Und ich habe da so meine Zweifel dran. Land wie die Bundesrepublik Deutschland darauf verzichtet, Grenzkontrollen sonst auch durchzuführen. Fast 60% der Übertritte sind ohne Pass und Ausweispapiere. Wie kann das sein? Wie kann eine Regierung so unverantwortlich mit der eigenen Bevölkerung umgehen? Schauen Sie sich Sie das an. Regieren? Vergewaltigung hoch, Messerdelikte hoch, 15.000 an der Zahl im letzten Jahr, 111 Gruppenvergewaltigungen allein in Berlin. Schauen Sie sich das an, diese Kriminalität. Gerade einer im Chat fragt wegen Afghanistan. Also das ging jetzt konkret um die Leute, die Deutschland hier hat einfliegen lassen, wo Weide gesagt hat, Deutschland lässt Leute aus Afghanistan hier einfliegen. Ja, das sind mutmaßlich, ich bin da jetzt auch nicht so tief drin tatsächlich, wer da dann genau alles eingeflogen wurde, es sind mutmaßlich Mitarbeiter, die für die Bundeswehr in Afghanistan gearbeitet haben und denen Deutschland gegenüber eine Loyalitätsverpflichtung hat. Und wenn du halt keine Loyalitätsverpflichtung zu lokalen Kollaborateuren hast, wie du auch einhalten willst, wenn du dich als Staat nicht unglaubwürdig machen willst, also wenn du irgendwo Krieg führst, dann musst du mit irgendwelchen lokalen Gruppierungen, mit irgendwelchen Leuten, die da in der Region beheimatet sind, kollaborieren, dann musst du die bei dir anstellen. Und wenn du mit denen zusammengearbeitet hast und sie nach dem Krieg im Stich lässt, dann machst du dich unglaubwürdig. Ja, ich lese gerade schon, viel von dem ist auch Familiennachzug. Mag alles sein, aber... Es bleibt bei meinem Punkt. Wenn du in Afghanistan nicht einmarschiert wärst, was Deutschland illegalerweise 2001 gemacht hat, Enduring Freedom war völkerrechtswidrig, war ein Angriffskrieg, hat Deutschland sich daran beteiligt. Wenn wir es nicht gemacht hätten, dann würden wir jetzt solche Debatten nicht führen. Relativ einfach. Beziehungsweise selbst nach Enduring Freedom, wenn man sich 2004, 2005... als der Krieg in Afghanistan noch nicht wieder richtig losgegangen war, mit den Taliban geeinigt hätte und sich mit denen auf eine Nachkriegsordnung unter ihrer Einbeziehung geeinigt hätte. Also die Taliban hatten verloren, die Taliban haben das anerkannt, die Taliban waren zur Verhandlung bereit. Der Westen hat gesagt, nö, wir verhandeln nicht, wir führen lieber Krieg. Na, dann hatte man 15 Jahre Krieg, den haben die Taliban gewonnen. Also das ist das Ergebnis. Also das ist das Ergebnis völliger imperialer Hybris. Das ist auf deutscher Seite das Ergebnis einer völligen Strategielosigkeit. Also wir haben hier letztlich einen in US-amerikanischem Interesse geführten Krieg, dessen Flüchtlinge dann nicht die USA geerntet haben, sondern zum größten Teil natürlich Nachbarländer Iran und Pakistan, aber zu einem kleineren Teil auch wir Europäer. Also deswegen muss man, wenn man über solche Flüchtlingsströme spricht, auch immer über die Kriege sprechen, die sie verursacht haben. Also ich kann doch nicht einfach sagen, ja, die Flüchtlinge kommen hier irgendwie an, wir sollten Grenzen dicht machen, ohne uns mal zu überlegen, warum die überhaupt geflohen sind. Und in Afghanistan sind sie halt ziemlich offensichtlich wegen der westlichen Kriegsführung dort geflohen.
Also wenn der Westen dort keinen Krieg geführt hätte, dann würde in diesem Land wahrscheinlich schon seit 20 Jahren Frieden herrschen. Also dann hätten wir da die Taliban an der Macht, was wir ja jetzt sowieso haben. Aber dann hätten wir halt diese 20 Jahre Krieg nicht gehabt. Dann wäre Afghanistan wahrscheinlich schon weiter, als es das heute ist. Realitätsbelastung ist durch nichts zu verantworten. Menschen werden täglich auf den Straßen umgebracht. Und wir wollen diese Menschen hier nicht haben. Und wir würden sie schon an den Grenzen absichern und wir würden sie sofort abschieben. Straftäter natürlich zuerst. Warum laufen die hier auf freiem Fuß rum? Und Sie sprechen davon, dass Sie das alles ändern würden, wenn Sie regieren würden. Aber nochmal, natürlich. Wir wollen mal besprechen, wie realistisch das ist. Sie haben ein anderes Beispiel, wenn Sie nach Österreich schauen, zum Beispiel Herbert Kickl von der FPÖ, mit der Sie befreundet sind, also mit der Partei, hat 2018 als Innenminister vieles von dem gemacht, was Sie jetzt gerade genannt haben, hat massiv Asylregeln verschärft, er hat radikal abgeschoben und er musste trotzdem doppelt so vielen Afghanen Schutzstatus gewähren wie zuvor, weil es eben Regeln gibt. Wenn Sie weitergehen wollen als Herr Kickl, müssen Sie die Genfer Flüchtlingskonvention, die Europäische Menschenrechtskonvention, die Europäische Grundrechtecharta und Teile des Grundgesetzes außer Kraft setzen. Wollen Sie das? Wir müssen auf jeden Fall an die Reform des Asylrechts gehen, auch in unser Grundgesetz. Ja, das Asylrecht ist gut so, wie es ist. Also wer über Österreich einreist, der ist ja offensichtlich aus einem sicheren Herkunftsstaat gekommen, kann man an der Grenze sagen, du stell deinen Asylantrag mal in Österreich. Das geht ja laut aktuellem Asylrecht, da brauchen wir nichts ändern. Das ist ja der Asylkompromiss, der von Lafontaine und Kohl in den 90ern verhandelt wurde. Dass das Asylrecht eben nicht mehr uneingeschränkt für jeden auf der Welt gilt, der sagt, ich will Asyl, sondern dass es nur für Leute gilt, die eben nicht über sichere Herkunftsstaaten gekommen sind. Und Deutschland ist nun mal umgeben von sicheren Herkunftsstaaten. Also da braucht man nicht mal was reformieren, sondern einfach nur anwenden, was da gerade sowieso im Gesetz steht. Weil das, was wir hier gerade tun, ist nicht mehr haltbar. Es ist das ein zu hohes Risiko. Das Grundgesetz ändern. Ja, doch, das kann man sehr wohl ändern. Dafür ist es auch da. Vor allem das Asylgesetz muss ersetzt werden durch eine einfach gesetzliche Regelung, dass nicht jeder, der hier angelaufen kommt, ohne Ausweispapiere Anspruch auf Asyl hat und dann auch noch Anwälte auf Steuerzahlerkosten zur Seite gestellt bekommt und dann hier auch noch Duldungsstatus bekommt. Wo leben wir hier eigentlich? Ist auch durch nichts mehr finanzierbar. Die Krankenkassenbeiträge, Sozialbeiträge und die Steuern, die gehen nicht ohne Grund nach oben. Und das ist gerade aufgrund des Etats, aber in Soziales, der uns komplett durch die Decke geht. Und unser Konzept ist übrigens auch, wenn Sie mich das... Warum geht der Etat, Arbeit und Soziales durch die Decke? Bleiben wir mal in diesem ziemlich unsinnigen Framing. Der Bundeszuschuss für die Rente steigt. Also Weide polemisiert hier die ganze Zeit gegen den Sozialstaat und verschweigt dabei, dass die größte und wichtigste Sozialleistung, auch bezuschusst aus dem Bundeshaushalt, eben die Rente ist. Also immer, wenn euch ein Politiker sagt, wir wollen beim Sozialen kürzen, seid sehr, sehr vorsichtig. Am Ende haben eure Großeltern dann weniger Rente, selbst wenn das nicht explizit gesagt wird. Also okay, Zuwanderung, wenn wir weniger Zuwanderer hätten, könnten wir da bestimmt ein paar Milliarden sparen. Bei Bürgergeldempfängern sind die Summen, die man realistisch sparen könnte, also ist sowieso fraglich, ob man da überhaupt was sparen kann, wenn man da noch mehr bürokratische Maßnahmen einführt. Aber sagen wir, kann man vielleicht ein paar hundert Millionen sparen. Das sind alles keine großen Summen. In die Rente gehen jedes Jahr 100 Milliarden. Das heißt, wenn am Sozialstaat gekürzt wird, dann ist der erste Posten, wo jeder Politiker kürzen wird, die Rente. Das heißt, wenn ihr Sozialstaat hört, seid da sehr, sehr vorsichtig. Die wichtigste Sozialleistung, mit Abstand wichtigste, ist die Rente. Sagen lassen, die Pull-Faktoren abzustellen. Für uns gilt Sach- statt Geldleistungen für ausländische Staatsbürger. Hier kann man überhaupt gar kein Geld mehr aus dem Sozialsystem ziehen. Bürgergeldstreichung, da meinen Sie mal, wie schnell hier Schluss ist, dass wir diese Sogwirkung abschalten. Ja, abgelehnte Asylbewerber, und das ist dann der Großteil, wenn das Asylrecht wieder vernünftig angewendet wird, Leistung streichen. Das ist ja auch das, was das BSW fordert. Da sind wir uns relativ einig tatsächlich. Bei Ihrem ersten AfD-Landrat, Herrn Sesselmann, hat man gesehen, dass es bei Ihnen dann doch nicht mehr so schnell geht mit der Umsetzung. Herr Sesselmann hat in Thüringen als allerletzter die Umstellung auf die Geldkarte eingeführt. Die Geldkarte ist ein Mittel zur Kontrolle von, also ist eine Einleitung zur Kontrolle von jedem, der staatliche Leistung erhält. Also das ist ein Einstieg in einen Überwachungsstaat. Also was kommt als nächstes? Eine Bezahlkarte für Studenten, die BAföG erhalten, eine Bezahlkarte für Bürgergeldempfänger, die Bürgergeld bekommen, eine Bezahlkarte für Leute, die aus der Arbeitslosenversicherung 1 Sachen bekommen. Also wo hört das auf? Also das ist wirklich ein gefährlicher Einstieg in den Überwachungsstaat und deswegen ist es vollkommen richtig, das nicht einzuführen. Also da hat die AfD, soweit ich das mitbekommen habe, sich da tatsächlich sogar eher dagegen ausgesprochen, gegen diese Bezahlkarte. Ich bin jetzt gespannt, was Weide dazu sagt.
führt, mit der die Umstellung auf mehr Sachleistung auch erfolgt sein sollte. Also ist immer eine Frage in der Praxis. Wir reden jetzt darüber, wir reden ja jetzt darüber, was Sie machen würden, wenn Sie regieren würden. Ja. Es ist auch nicht immer ganz einfach zu verstehen, was Sie wollen. Ich habe mir mal Ihre Eröffnungsrede vom letzten, von der letzten. Hier finde ich schade, dass sie jetzt Weide einfach diesen Vorwurf in den Kopf haut, anstatt und Weide nicht antworten lässt. Also da soll beim Zuschauer ankommen, ach, seht her, die AfD, die reden nur und die machen nichts. Aber da hatte die AfD ja durchaus gute Gründe, dass sie bei der Bezahlkarte skeptisch war. Da war das BSW ja auch sehr skeptisch. Also das ist halt der Einstieg in einen staatlichen Überwachungsstaat. Und man führt das jetzt bei einer Gruppe ein, nämlich bei Asylbewerbern, die in der Mehrheit der Bevölkerung sowieso nicht so hoch angesehen ist, wo die Mehrheit sagt, ach, ist doch gut, dass da ja mal jemand Maßnahmen ergreift. Damit halt die Akzeptanz dafür steigt. Und wie gesagt, als nächstes kommt das dann bei Bürgergeldempfängern, dann bei Leuten, die aus der Arbeitslosenversicherung Einzelleistungen erhalten, dann kommt es bei Studenten, die BAföG erhalten, vielleicht kommt es dann bald bei Beamten, die ihre Pensionen erhalten und die nicht ganz spuren, vielleicht kommt es dann bei Rentnern. Also das ist eine sehr gefährliche Maßnahme, dass der Staat hier den Leuten nicht einfach Geld gibt und sie es dann ausgeben können, sondern dass der Staat wirklich kontrollieren kann, wo darfst du dein Geld ausgeben, wie darfst du es ausgeben. Das kann sehr, sehr schnell ausgeweitet werden und kann sehr, sehr schnell zu einem Überwachungsstaat führen. Eine Woche beim AfD-Parteitag angehört, da haben Sie gesagt, und ich zitiere Sie mal, jeder ist bei uns willkommen, der hier arbeiten will, der sich positiv in unsere Gesellschaft einbringen möchte, der sich an unsere Regeln hält. In derselben Rede sagen Sie sinngemäß, raus müssen diejenigen, die millionenfach seit 2015 in unser Land reingekommen sind, aus ihrer Sicht illegal. Das waren, muss man einmal dazu sagen, damals vor allem syrische Kriegsflüchtlinge. Und wenn wir mal auf die Zahlen gucken, 70% der Männer in dieser Gruppe haben heute einen Job, zahlen in die Rentenkassen ein. Die müssen sich also nach ihrer Rede keine Sorge mehr machen, dass sie nach Syrien zurückgebracht werden. Asyl ist ein Asyl auf Zeit. Was hier gemacht wurde, illegalerweise, ist, dass hier Menschen zu uns gelassen wurden unter der Überschrift, dass sie ja Flüchtlinge und Asylanten seien, was mitnichten der Fall größtenteils gewesen ist. Uns wurde eingebläut, unsere Grenzen können nicht gesichert werden. Wir kriegen Menschen geschenkt. Das ist ja alles eine Lüge gewesen. Und eine Anfrage, wenn Sie mich darauf antworten lassen, Sie haben mir ja gerade was über die Qualifikation erzählt. Eine Erhebung hat ergeben, eine Anfrage von unserem Bundestagsabgeordneten René Springer, dass zwei... Also sie muss doch jetzt nicht noch länger ausführen, wie die AfD das begründet. Sie kann auch einfach sagen, wie wird dann genau mit diesen Flüchtlingen verfahren und vor allem, wie wird mit denen verfahren, die eine deutsche Staatsbürgerschaft haben. Ich meine, von den Syrern, da haben ja einige schon eine deutsche Staatsbürgerschaft bekommen. Das wären alles interessante Fragen. Also da muss ich jetzt nicht genau auf die Begründung dieser Politik eingehen. Die Begründungen, die sind uns allen klar. Steigende Kriminalität, zunehmende kulturelle Konflikte. Also das sind ja Phänomene, die wir alle beobachten können. Aber die Frage ist, wie soll diese Politik dann tatsächlich aussehen? 82% der Syrer, 82% der Syrer zwischen 20 und 34 Jahre überhaupt gar keinen Berufsabschluss haben. 70% der Menschen, die damals gekommen sind, sind in Arbeit. Sind die jetzt bei Ihnen willkommen oder nicht? 82% haben keinen qualifizierenden Berufsabschluss. Aber die einen guten Job haben, die sind willkommen für Sie. Was wir brauchen, ist eine qualifizierte Zuwanderung. Und das, was ich gesagt habe, gilt. Menschen, die zu uns kommen und in Arbeit sind und nicht unser Sozialsystem durch Parallelgesellschaften unterwandern und unterlaufen und sich hier festsetzen und sich auch dann auch noch durch diese Schießbudenfiguren dieses Einbürgerungsgesetz ist wirklich der Todesstoß für den deutschen Staat. Da muss man sich einfach mal fragen, was hier gemacht wird. Die kommen illegal über die Grenze gelaufen und werden jetzt auch noch eingebürgert. Und Kinder dieser illegalen... Sie wissen, dass sich das Einbürgerungsgesetz nicht auf diese Gruppe bezieht, sondern doch, insgesamt für alle gilt, die hier seit längerer Zeit leben und sich integriert haben, die Kinder dieser Illegalen, die hier geboren sind, haben automatisch den deutschen Pass. Und das kann nicht sein. Asyl ist ein Aufenthalt auf Zeit. Und wenn Sie mich fragen, dann müssen diese Menschen zurück, wenn der Kriegsgrund entfallen ist, und die Afghanen zuallererst. Sie möchten das umsetzen, wenn Sie regieren. Das wird
Davon sind Sie ehrlich gesagt noch relativ weit entfernt, denn Sie bräuchten nach den jetzigen Zahlen Koalitionspartner dafür. Die finden Sie momentan nicht. Viele Parteien oder die meisten Parteien nehmen Abstand von Ihnen, auch weil Sie als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft werden vom Verfassungsschutz. Extreme Äußerungen bringen Sie auch international in eine isolierte Haltung. Und jetzt bin ich gespannt. Also jetzt kommt dieser Rechtsextremismusvorwurf, der ja sowohl vom Verfassungsschutz, da hatte ich schon mal einen Artikel für den Blog von Sada Sumunchu geschrieben, als auch von den Öffentlich-Rechtlichen, die diesen Vorwurf sehr häufig erheben, in so gut wie allen Fällen nicht vernünftig begründet wird. Meine Kollegin Nicole Diekmann zeigt einmal, wie da die Ausgangslage ist. In Italien regiert Giorgia Meloni, in Ungarn Viktor Orban, in Frankreich treibt Marine Le Pen die anderen Parteien vor sich her. Die Rechte ist weltweit auf dem Vormarsch. Auch die AfD legt bei der Europawahl zu. Trotzdem wenden sich die Partner in Europa ab. Le Pen vermeidet Anfang des Jahres gemeinsame Bilder mit Alice Weidel nach einem Treffen in einem Pariser Restaurant und steckt hinter dem Rausschmiss der AfD aus der rechten ED-Fraktion in Brüssel. Wo die Rechtsaußen aus Ungarn, Tschechien und Österreich eine neue Fraktion planen, die Deutschen aber nicht dabei haben wollen. Schmuddelkind, AfD. Und auch mit Donald Trump, von vielen in der AfD verehrt, könnte es schwierig werden. Trump macht auch Wahlkampf mit der Drohung, NATO-Partner nicht zu schützen, die das 2%-Ziel für Militärausgaben nicht einhalten. 2%, die sich im Grundsatzprogramm der AfD nicht finden. Frau Weidel, ganz Europa schaut auf die USA und auch Deutschland natürlich. Sie haben sich früher immer sehr positiv zu Trump geäußert. Wie ist da eigentlich jetzt Ihre Meinung? Sind Sie noch Trump-Fan? Also der Wahlkampf in den USA ist aus meiner Sicht ein Desaster. Wir haben dort einen Joe Biden, der offensichtlich nicht in Kontrolle seiner geistigen Kräfte mehr ist. Ich frage mich, was uns eigentlich die letzten Jahre verkauft wurde. Ich habe Sie nach Trump gefragt. Ja, aber Biden gehört ja mit dazu, weil die beiden ja auch gegeneinander antreten. Und ich hätte mir gewünscht, dass möglicherweise auch komplett andere Kandidaten antreten. Aber definitiv drücke ich Donald Trump die Daumen. Warum? Eben, weil Biden nicht Präsident sein darf. Das geht überhaupt gar nicht. Und Trump versprochen hat, den Krieg in der Ukraine zu beenden, indem er die finanziellen Mittel streicht. Und ich glaube, dass er Wort hält. Und Donald Trump fordert ganz klar von den Europäern und auch von Deutschland ein, dass sie ihre eigene Verteidigung besser finanzieren. Das NATO-2%-Ziel ist für ihn ein absolutes Muss. Warum, warum taucht das bei Ihnen nicht mehr auf und ist nicht mal mehr in Ihrem Grundsatzprogramm klar benannt? Mhm. Doch, wir haben die 2% benannt. Wir sagen sogar, dass es deutlich mehr sein soll, denn sie es wurde nur in den letzten Verpflichtungen einhalten im Grundsatzprogramm. Ja, und das ist das 2%-Ziel der, dazu stehen Sie. So der NATO. Es sollte eigentlich viel mehr sein, weil überhaupt gar nicht investiert wurde. Wir sind nun nicht mal für die eigene Landesverteidigung. Das ist doch jetzt sehr interessant. Ihr habt gerade alle richtig zugehört. Es geht um das 2%-Ziel der NATO. Also das Ziel, das besagt, dass mehr als 80 Milliarden Euro pro Jahr in die Bundeswehr gesteckt werden sollen. Also vor 10 Jahren war es nur ungefähr die Hälfte der Summe. Also das ist doch jetzt sehr interessant, was Alice Weidel dazu sagt. Im Grundsatzprogramm. Ja, und das ist das 2%-Ziel der, dazu stehen Sie. So der NATO. Es sollte eigentlich viel mehr sein, weil überhaupt gar nicht investiert wurde. Wir sind nun nicht mal für die eigene Landesverteidigung fähig. Und dementsprechend muss die Bundeswehr ertüchtigt werden. Das haben wir immer gesagt. Und das wurde ja über Jahrzehnte eigentlich nicht gemacht. Angefangen bei der CDU, die das eingeläutet hat, dass man nicht mehr investieren muss in die eigene Landesverteidigung und auch nicht mehr fähig ist, vernünftig UN. Das Problem ist ja nicht, dass nicht investiert wurde. Das Problem ist, dass man das Geld für irgendwelche Beraterverträge rausgehauen hat. Das Problem ist, dass die westliche Rüstungsindustrie gigantische Gewinne macht, damit, dass es den westlichen Verteidigungsministerien vollkommen überteuerte Rüstungsgüter verkauft. Also Russland hatte jahrelang einen Verteidigungsetat, der nur etwas größer war als der deutsche. Aber Russland konnte sich damit immer eine wesentlich größere Menge an Rüstungsgütern kaufen. Unter anderem, weil die russische Rüstungsindustrie eben nicht solche Übergewinne macht, sondern weil die russische Rüstungsindustrie in Staatsbesitz ist.
Also man kann seine Rüstungsindustrie anders organisieren, man kann ein weniger korruptes Verteidigungsministerium haben. Ich hatte ja schon die ganzen Beraterdeals angesprochen, ich hatte schon die ganzen Fehler bei der Materialbeschaffung angesprochen. Also wenn man in solche korrupten Strukturen mehr Geld reingibt, dann versickert da einfach mehr Geld. Also da wird dieses Geld nicht für sinnvolle Sachen ausgegeben. Also das ist schon sehr gefährlich, was Alice Weide hier sagt. Also erstmal, in die Bundeswehr wurde nicht zu wenig Geld gegeben. Das Geld wurde nicht vernünftig verwendet. Erster Punkt. Deutschland könnte sich problemlos für das Geld, was wir, also für 1% unseres Bruttoinlandsprodukts, also die Ausgaben, die wir vor ungefähr 15 Jahren für die Bundeswehr getätigt haben, könnten wir uns problemlos eine Armee leisten, die zur Landesverteidigung fähig wäre. Aber dann würden halt irgendwelche korrupten Beraterfirmen, irgendwelche Strukturen im Verteidigungsministerium, irgendwelche korrupten Beamten, irgendwelche Rüstungsfirmen würden dann nicht mehr so viel Geld abzweigen können, sondern da würde das Geld tatsächlich nur zur Landesverteidigung verwendet werden. Das ginge, wenn man das wollte. Und so, wenn man allerdings 80 Milliarden investiert, dann passiert mit diesem Geld entweder das, was ich gerade beschrieben habe, nämlich dass es in korrupten Strukturen versickert, oder wenn es vernünftig ausgegeben wird, dann hat Deutschland die dritt- oder viertstärkste Armee in der ganzen Welt. Wofür braucht Deutschland so ein gigantisches Militär? Also Österreich oder die Schweiz, die haben doch auch viel kleinere Militärs und die wurden in den letzten Jahren nicht überfallen, weil diese Behauptung, wir müssten eben so stark aufrüsten, um gegen wen auch immer gewappnet zu sein. Also da würde ich Alice Weide auch mal gerne fragen, wer wird uns denn angreifen, wenn wir nicht 80 Milliarden oder 90 Milliarden in die Bundeswehr stecken? Also wer überfällt uns denn dann morgen? Können die Leute, die einem sagen, ja, wir müssen so viel Geld ins Militär stecken, können die einem nie eine Antwort liefern? Die können nie sagen, keine Ahnung, Frankreich greift uns dann morgen an, weil sie sich komplett lächerlich machen würden mit so einer Antwort. Deutschland ist erstens umgeben von befreundeten Staaten und zweitens, ja, verscherzen wir uns, es uns gerade mit Russland, aber das will die AfD ja angeblich durch eine andere Außenpolitik ändern, dass wir zu Russland so schlechte Beziehungen haben. Also da, es ergibt ja über, also wie gesagt, zwei Fragen, die man mir beantworten müsste. Wer sollte uns angreifen? Und wenn kein akuter Angriff droht, wofür brauchen wir dann alleine zur Landesverteidigung das dritt- oder viertstärkste Militär der Welt? Reicht es nicht, wenn wir eine normale, durchschnittliche europäische Armee haben und für die vielleicht 30 oder 40 Milliarden ausgeben und nicht 80 oder 90 Milliarden? Also wir sind bei den Militärausgaben gerade sogar schon bei 90 Milliarden angekommen. Das sind die aktuellen Zahlen. Also wir geben mehr als 2% unseres Bruttoinlandsproduktes sogar schon aus. Und Alice Weide ist bei diesem Aufrüstungskurs auf jeden Fall dabei, wie sie hier gerade sagt. Einsätze mit zu unterstützen. Und jetzt hat Herr Chrupalla gerade das 100-Milliarden-Paket für die Bundeswehr Irrsinn genannt. Das ist ein bisschen widersprüchlich, wenn er da nicht mehr Geld reinstecken möchte. Aber Sie sagen ganz klar, Bundeswehr. Chrupalla hat recht. Wäre besser ausstatten. Weil es Sonderschulden jetzt sind. Es ist unseriös, hier zu tun, dass man jetzt ein. Okay, gut. Also, das soll nicht durch Schulden finanziert werden, sondern es soll woanders gekürzt werden. Wem will die AfD denn Geld wegnehmen? Also, Steuern für die Reichen sollen nicht erhöht werden. Das darf man ja nicht machen. Also, da will man ja sogar die Erbschaftssteuer noch komplett abschaffen. Also, die Steuern für die Reichen sollen gesenkt werden. Die Militärausgaben sollen drastisch erhöht werden, wie Weide hier gerade gesagt hat, oder auf dem hohen Niveau gehalten werden. Und gleichzeitig soll irgendwo gespart werden. Ja, so wo will man denn das ganze Geld herkriegen? Also erstmal hat man große Steuersenkungen versprochen. Dann hat man versprochen, also dann, wie gesagt, jetzt mehr Ausgaben fürs Militär. Wo soll das Geld herkommen? Sondervermögen aufbaut, das sind Schulden. Und das können wir Steuerzahler nicht mehr schultern. Das kann man den Menschen nicht mehr zumuten. Und die Fehler wurden in der Vergangenheit gemacht. Nee, also, wenn man das dafür Schulden aufnimmt, dann muss man ja gerade nicht die Steuern erhöhen. Wenn man jetzt keine 100 Milliarden Euro Sondervermögen aufgelegt hätte, dann hätte man ja die Steuern erhöhen müssen. Also das ergibt jetzt noch weniger Sinn, was Alice Weide hier erzählt. Und das haben wir ganz klar benannt. Trump droht ja den NATO-Staaten, die nicht ausreichend finanzieren, den Entzug des Schutzes sozusagen und sagt, die sollen sich bitte selber um ihre Sicherheit kümmern. Dazu passt eigentlich eine klassische AfD-Forderung, nämlich das ganz klare Ja zur Wehrpflicht. Das vermisse ich jetzt ein bisschen in Ihrem Wahlkampf. Da ist immer sehr viel von Friedenspartei die Rede, aber nicht mehr von der Wehrpflicht. Gilt die eigentlich noch für Sie, die Wiedereinführung der Wehrpflicht? Aber natürlich gilt die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Das steht bei uns im Programm. Aber was wir natürlich nicht wollen, dass unsere Soldaten, unsere Väter und Söhne für so einen Krieg in der Ukraine verfeuert werden. Da darf man unsere Soldaten nicht hinschicken. Und
deshalb darf die Wehrpflicht da auch nicht missbraucht werden. Aber und wenn Sie mich gerade so fragen, da werde ich auch ein bisschen emotional immer bei der Frage, die Leute, die im Bundestag an der Eskalationsspirale drehen und Krieg fordern und unsere Soldaten dort Material und finanzielle Mittel, die sollen die Verantwortung übernehmen und sie sollen selbst an die Front gehen und nicht unsere Soldaten schicken. Das ist mit uns nicht zu machen. Wir wollen einen sofortigen Waffenstillstand. Und wir wollen Friedensverhandlungen sehen, so wie das Orban vorgemacht hat. Und auch da müssten Sie dann tatsächlich konkrete Vorschläge. Ja, das ist vernünftig. Ja, konkrete Vorschläge. Putin hat einen konkreten Vorschlag gemacht. Das ist, das ist der realistischste Vorschlag, den es im Moment von beiden Seiten gibt. Und das dürfte dann die Verhandlungsgrundlage sein. Und es wird dann wahrscheinlich auf einen Waffenstillstand an der Frontlinie hinauslaufen. Und die genauen Grenzen, die müssen dann in längeren Friedensverhandlungen verhandelt werden. Vorlegen, wenn Sie regieren würden. Heute haben Sie hier sehr viel Kritik geübt und die Vorschläge noch nicht im Detail ausformuliert. Da müssen wir dann erstmal sehen, wie die Wahlen ausgehen und was dann von Ihnen kommt. Unsere Zeit ist jetzt hier vorbei. Ich danke für das Gespräch. Ja, Dankeschön. Und sage Ihnen, das war unser ZDF-Sommerinterview mit der Co-Vorsitzenden der AfD, Alice Weidel. Und in der kommenden Woche treffe ich den CSU-Vorsitzenden Markus Söder in Bayern. Herzlichen Dank für Ihr Interesse und einen schönen Abend. Ja, das war das Sommerinterview mit Alice Weidel. Vor allem hier zum Schluss zur Aufrüstung. Das fand ich sehr krass, was sie da gesagt hat. Also wenn die AfD Friedenspartei sein will, dann ja, kann sie das so eigentlich nicht vertreten. Ich hätte gerne noch gehört, was die AfD zum Nahostkonflikt sagt. Also dazu wurde Alice Weidel leider nicht gefragt, denn da hätte sie sich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr entlarvt. Hat die AfD ja sehr pro-israelische Positionen, was auch nicht so sehr mit einer Friedenspartei vereinbar sein dürfte. Jetzt nochmal der Hinweis in eigener Sache. Folgt mir bitte auf Rumble. Ich blende hier nochmal meinen Kanal ein. Das hatte ich vorhin, glaube ich, vergessen. Und folgt mir auf Odyssee. Also auf Odyssee habe ich die zwei Kanäle hier. Links zu Rumble und Odyssee wie immer in der Videobeschreibung und in der Kanalbeschreibung. So, hier seht ihr nochmal meinen Kanal auf Rumble. Ist eigentlich alles leicht zu finden. Wie gesagt, ist in der Video- und Kanalbeschreibung verlinkt. Ihr könnt diese Kanäle also gar nicht verfehlen, wenn ihr euch auf die Suche danach begebt.